Video vom Automagazin Tuning Blog, in dem wir uns heute dem spannenden Thema des neuen Mini John Cooper Works Electric, John noon 1, widmen. Stell dir vor, du steigst in den ersten elektrischen John Cooper Works ein und spürst die geballte Kraft von 258 PS. Ein echtes Go-Kart-Feeling für die Straße. Aber das ist noch nicht alles. Die Briten haben sich nicht nur mit einem Modell zufrieden gegeben, sondern präsentieren gleich zwei Neuheiten auf der Paris Motor Show 2024. Neben dem dreitürigen Mini JCW Electric gibt es auch den Mini Aceman JCW, der mit seiner etwas größeren Karosserie und einem sportlich robusten Look besonders praktisch erscheint. Beide Modelle haben ein Herz, das höher schlagen lässt. Ein Elektromotor an der Vorderachse sorgt in der Standardkonfiguration für 231 PS, aber für alle, die das Maximum herausholen wollen, Gibt es den Boost-Modus. Mit nur einem Klick auf den Schalter am Lenkrad stehen dir plötzlich volle 258 PS und 350 Nm Drehmoment zur Verfügung. Ideal, um den Sprint von 0 auf 100 in beeindruckenden 5,9 Sekunden im kleinen mini jcw Electric zu schaffen. Der etwas größere Aceman braucht mit 6,4 Sekunden zwar ein wenig länger, aber mal ehrlich, der Unterschied ist kaum spürbar, wenn du mit 200 km H über die Autobahn fliegst. Natürlich spielen auch Reichweite und Akku eine Rolle und hier enttäuschen die neuen JCWs nicht. Beide Modelle sind mit einem 54,2 kWh starken lithium Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Der kleinere Mini-JCW schafft damit stolze 371 Kilometer nach WLTP, der Aceman liegt bei respektablen 355 Kilometern. So kannst du problemlos längere Strecken meistern, ohne ständig nach der nächsten Ladesäule Ausschau halten zu müssen. Doch. Was wäre ein John Cooper Works ohne sportliche Extras? Beide Modelle sind nicht nur mit einem eigenständigen Fahrwerk abgestimmt, sondern auch mit kraftvollen Bremsen ausgestattet, die dich sicher zum Stehen bringen, wenn, wenn es nötig ist. High-Performance-Reifen sorgen für den nötigen Grip in Kurven, sodass du jede Strecke mit Höchstgeschwindigkeit und Präzision bewältigen kannst. Und auch wenn der typische Sound einer dröhnenden Abgasanlage bei diesen Elektroflitzern fehlt, Machen Sie das durch Ihr markantes Design und den beeindruckenden Heckspoiler mehr als wett. Besonders auffällig das kontrastreiche Chili-Red-Dach oder das stylische Multitone-Roof, das mit einem coolen Farbverlauf von rot zu schwarz überzeugt. Im Inneren geht es genauso aufregend weiter. Schwarz und Rot dominieren das Design und wer es besonders individuell mag, kann sich für das gestrickte Checkered Flagmaster vor dem Beifahrer entscheiden. Und natürlich ist es das große 240 mm OLED-Display mit an Bord, das dir alle wichtigen Informationen übersichtlich und modern präsentiert. Ab Januar 2025 sind die beiden elektrischen JCW-Modelle in Deutschland erhältlich und die Preise beginnen bei 39.700 Euro für den dreitürigen JCW Electric, während der AceMan mit 42.200 Euro nur geringfügig teurer ist. Ob du nun eher den kleineren Cooper oder den größeren Aceman bevorzugst, eines ist sicher: Du bekommst elektrischen Fahrspaß auf höchstem Niveau.